Finstere Schatten Napoleons liegt über Mitteleuropa. Wir schreiben das Jahr 1813 in Preußen und Sachsen. Fast ganz Europa wird von der französischen Besatzungsmacht politisch und militärisch beherrscht und in einem nie dagewesenen Ausmaß wirtschaftlich ausgepresst. Nach der Niederlage Napoleons in Russland ändert Preußen seine eigene militärische und politische Position. Preußen beendet sein bisheriges Bündnis mit Frankreich. Mit dem Abschluss der Konvention von Tauroggen am 30.12.1812 drängt der preußische Generalleutnant Graf Jörg von Wartenburg seinen König Friedrich Wilhelm III. Zum Handeln gegen Napoleon. Bereits zwei Monate später kommt es mit den Verträgen von Breslau und Kalisch zum offiziellen Bündnis zwischen Russland und Preußen. In Preußen wird die Wehrpflicht verkündet. König Wilhelm III. Erlässt auf Drängen von Gneisenau seinen historischen Aufruf an mein Volk. Der nationale Funke für die Befreiung der Völker, vorerst in Preußen, wurde damit entzündet. Tausende Freiwillige strömen zu den preußischen Fahnen. Die Bevölkerung und Landstände sammeln Gold, Silber und 10 Millionen Taler für die Mobilmachung. Waffen und Ausrüstungen konnten für die neu gebildeten Landwehrformationen, Linientruppen und Nationalregimenter angeschafft werden. Die Schlesische Armee wird unter dem Kommando von General Blücher aufgestellt. Am 16. März 1813 erklären Russland und Preußen Frankreich den Krieg. Am 29. und 30. April überschreiten französische Armeen die Saale bei Merseburg und Weißenfels. Napoleon vermutete die Hauptkräfte der Verbündeten bei Leipzig und rückte mit seiner Hauptarmee am 2. Mai 1813 weiter in Richtung Leipzig vor. Zu Beginn der Auseinandersetzungen gliedern sich die Kräfte der Alliierten in den Nordflügel unter Fürst Wittgenstein, einen Südflügel unter General Blücher und die russische Hauptarmee unter General Kutusow. Fand auf den Ebenen bei Lützen in Großkirchen die erste größere Schlacht der Befreiungskriege statt. Der französische Marschall Ney blieb mit seinen Truppen zur Flankensicherung in den Dörfern Großkirchen, Kleingirchen, Rana und Kaya stehen. Durch einen Angriff der Verbündeten vom Süden her mussten die Franzosen alle vier Orte räumen. Durch Kanonendonner aufmerksam gemacht, erkannte Napoleon seinen Irrtum und zog daraufhin mit seiner Hauptstreitmacht in Richtung nach Großkirchen zurück. Am späten Abend war das Schlachtfeld in der Hand der Franzosen. Allein das Dorf Großkirchen konnte von den Verbündeten noch behauptet werden. Bilanz des Schreckens von Großkirchen in nüchternen Zahlen. Bei den Gefechten um und in Großkirchen verloren 11.500 Soldaten der Alliierten, darunter 8.500 Preußen, ihr Leben. Die Franzosen verloren 22.000 Mann, davon allein das Korps Ney 15.000. Nicht erwähnt wurden die während der Kämpfe umgekommenen Zivilpersonen, die zu Krüppeln zusammengeschossenen Frauen, Kinder
und Alten. Von den materiellen Verlusten schweigt jede Aufzeichnung. Diese Schlacht verloren die Verbündeten. Und doch musste Napoleon widerwillig zugestehen, diese Biester haben was dazugelernt. Der König hat dieses Eiserne Kreuz ausschließlich nur für diesen Krieg gestiftet. Sprich, den Befreiungskrieg. Das hätte eigentlich nach 1815 gar nicht mehr verliehen werden können. Am 14. Oktober 1813 fand hier bei Liebertwolkwitz die größte Reiterschlacht der napoleonischen Kriege statt. 7.300 verbündete Reiter kämpften gegen 8.500 französische und polnische Kavalleristen in 79 Eskadronen. Auf dem Gefechtsfeld befanden sich insgesamt rund 15.800 Reiter. Neben der Reiterei wurde auch Infanterie und Artillerie herangeführt. Aus einem ursprünglich kleinen Erkundungsgefecht entwickelte sich eine gewaltige Rekognizierungsschlacht. Die Verbündeten wollten sich darüber klar werden, mit welchem Gegner man es zu tun hatte. Die Übersicht und Aufmarschräume wurden durch die immer stärker werdenden Reitermassen immer enger. Das Gewühl und Durcheinander wurde später so groß, dass mittendrin mehrmals Pausen entstanden, in denen Feind und Freund dicht nebeneinander ruhig hielten, um die Pferde und sich selbst zu erholen. Gegen Ende des Nachmittags waren die Kämpfer und ihre Pferde so erschöpft, dass das Gefecht gegen 19 Uhr von allein beendet wurde. Dieser blutige Schlachttag endete unentschieden. Auch hier bezifferte man auf beiden Seiten insgesamt Verluste von 2000 Mann. Die Verbündeten stellen ihre Streitkräfte in drei Armeen zum Kampf auf. Die Nordarmee unter dem Kronprinzen von Schweden mit 135.000 Mann. Die Hauptarmee unter dem Oberkommandierenden Schwarzenberg mit 260.000 Mann. Und die schlesische Armee Blüchers mit dem Yorkschen Korps mit 105.000 Soldaten. Nach der militärstrategischen Planung des verbündeten Oberkommandos sollte Napoleon am 16. Oktober 1813 von Süden und Westen her angegriffen werden. Die Hauptarmee der Verbündeten stand auf dem rechten Elsterufer, etwa 20.000 Soldaten auf dem linken und mehrere Korps standen noch weiter rückwärts. Napoleon plante einen Angriff auf die böhmische Armee, die ihm am nächsten stand. Das Armeekorps Marmont stellte Napoleon vorsichtshalber nordwestlich bei Leipzig zwischen Waren und Lindenthal zur Flankensicherung gegen die Nordarmee unter dem schwedischen Kronprinzen Bernadotte in Bereitschaft. Blücher dagegen war bis auf 2 Meilen an Leipzig herangerückt. Die militärstrategische Lage war verhältnismäßig günstig für Napoleon. Die Verbündeten waren ihm zwar mit rund 100.000 Soldaten überlegen, aber davon konnten vorläufig nur 200.000 Mann an der Schlacht teilnehmen. Das Aufmarschgebiet der Verbündeten war durch die Stellung der Franzosen und mehrerer Flüsse in 3 große Gruppierungen geteilt.
Der Kampf begann am Morgen des 16. Oktober 1813 mit einem Angriff der verbündeten Hauptarmee auf die südlich von Leipzig gelegenen Dörfer Markleberg, Wachau und Liebertwolkwitz. Mit insgesamt 191.000 Soldaten und 690 Geschützen treten die Franzosen in den Kampf. Die Verbündeten verfügen über 205.000 Mann und 916 Geschütze, doch ihre Kräfte sind zersplittert. Die Gefechte wogten den ganzen Tag unentschieden hin und her. Bei Einbruch der Dunkelheit hatten beide Teile ungefähr die gleichen Stellungen inne wie am Morgen. Die für den weiteren Verlauf der Schlacht wichtige Entscheidung fällt im Norden Leipzigs. Schon im Morgengrauen war die Kavallerie der Schlesischen Armee aufgebrochen. In Lütschena angekommen, entschließt sich Blücher zum sofortigen Angriff, da bereits Geschützdonner von Leipzig her den Beginn der Schlacht war. Die Schlesische Armee unter Blücher und das Korps York beginnen den Angriff auf das Korps Marmont bei Möckern, das eine Schlüsselstellung darstellt. In einem zähen Kampf wird die französische Infanterie und Kavallerie geworfen und nach Einbruch der Dunkelheit regelrecht zertrümmert. Taktisch war der Tag unentschieden. Strategisch war er eine große Niederlage für Napoleon. Denn die Verbündeten hatten Zeit gewonnen, ihre rückwärtigen Armeen heranzuziehen. Damit war das nördliche Gebiet an der Parthe in den Händen der Verbündeten. Nach dem Ausgang dieser Schlacht erkannte Napoleon, dass der Feldzug für ihn verloren war.